So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir sind gerade dabei, hier alles einzureißen und ich bin gerade am Überlegen, ich müsste eigentlich dann hier das verkaufen. Jetzt frage ich mich, wer das hier in der Hand haben. Interessant. Naja, vielleicht kommt das mal noch. Wenn nicht, kann man halt einfach einen Heizkörper mitten in den Raum stellen. Genau, war nicht schlecht. Wobei, eigentlich könnte ich auch die Wand so lassen und mache nur hier hinten das so ein bisschen breiter, dass wir da entsprechend, wobei, ich könnte die Türen ein bisschen nach links versetzen und dann... Ja, ich habe gerade eine Idee. Okay, so, mal verkaufen. Ja, es wird ein bisschen mehr umgeräumt. Oder? Nee, wir lassen es so. Genau. Nee, erst die Dusche kaufen. Erst die Dusche. Ja, welche nehmen wir denn? Ich finde die hier. Wobei, nee, wir nehmen die hier. Genau. Warte mal, das machen wir anders. Oder? Genau. So, jetzt muss ich mal gucken wegen dem Boden. Haben wir überhaupt solche Fliesen? Ich glaube nicht, ne? Wobei, vielleicht im Badezimmer? Nee. Sehr doof. Müsste es nicht sowas irgendwie geben? Na, eigentlich schon, wenn es hier verbaut ist, bin ich der Meinung, müsste es das ja eigentlich geben, generell, aber naja. Irgendwie wohl nicht. Oh, wir können auch Teppich verlegen. Also ich kenne, also mein Fall ist es ja nicht, muss ich sagen, ne? Aber ich kenne Leute, die haben selbst auf dem Klo entsprechend Interior Door. Ja, ich finde das ganz hübsch. Also selbst im Badezimmer haben die halt entsprechend, sag schon hier, ein Teppich, genau. Jetzt war ich irgendwie gerade abgelenkt, weil ich überlegen musste, wie ich es mache. Genau, so. Genau. Jetzt hier rüber. Genau, dann können wir das entsprechend anbringen. Dann müssen wir halt nur andere Bodenfliesen nehmen. Das war ein bisschen schade drum. Und eigentlich hätte ich mir das mit dem Einreißen dieses Teils der Wand ersparen können. Aber was soll's, ist egal. Nicht so dramatisch. Meckert er denn da was angeblich nicht? Achso, die Heizung, genau. Wir müssen die Heizung noch machen. So. Jetzt ist die Sache mit den Wänden, ne? Hat nicht irgendwas hier? Bum, 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 bum. Gab's nicht irgendwie Tapete oder sowas? Weiß ich gar nicht.
Ne, ich glaube, Tapete so in der Art gab es gar nicht, ne? Ne, die gab's nicht. Gut, ich bin dafür, dass die Küche so ein bisschen wärmer ist. Dann nehmen wir hier dieses sonnige Orange. Genau. Und streichen das entsprechend. Aber natürlich nicht nur in der Farbe, nein. Keine Panik, das wird ein bisschen bunter hier. Nicht so schrecklich, wie wir das immer bei den anderen machen mussten. Genau, wir machen das vernünftig. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Jetzt bin ich nur am Überlegen, welche Farbe wir halt noch mit dazu nehmen. Mal gucken. Und auch hier gilt wieder, es wäre einfacher gewesen, das zu machen, bevor wir die Küche hinstellen, genau. Ja, das wäre besser gewesen, aber naja. Sieht gut aus. Naja, vielleicht irgendein Rotton noch dazu, oder? Schwierig. Oder ein Gelbton, einen hellen. Ja, Entschuldigung, die Stimme. Ja, die Stimme. Ja, wobei das mit dem Weiß geht auch. Ich finde, das hat was. Sehr schön. Okay. Ja, weiß oder? Ja. Ja, vielleicht. Hier, guck mal, hier haben wir doch gelb. Wir probieren das mal aus mit gelb. Weil sieht eben nach grün aus, finde ich, aber okay. Hat was. Sieht echt gut aus. Irgendwie wie so eine Sahne-Baiser-Schnitte, ne? Krieg ich mal ja schon fast Hunger, ey. Okay, nächsten Spot. Sehr schön. Ach, hier oben auch noch, siehste. Okay, der Wert steigt aber nicht durch Streichen, sehe ich gerade. Also das ist vollkommen egal, sowas dann zu machen. Okay, ist ja doof. Also geht es wahrscheinlich nur darum, was wir reingestellt haben. Muss auch gleich mal gucken, wie viel so ein Radiator kostet, also so eine Heizung. Also so ein Heizkörper. Und dann, wie viel mehr das dann wirklich bringt. Also, wir probieren das mal aus. So. Wo haben wir denn da? Der kostet 45, okay. Gucken wir mal.
Dann wären wir ja bei 94. Ja, es bringt genau das, was wir auch. Das ist ja doof. Ja gut, vielleicht ist das nur der Wert und wir können es für was anderes dann verkaufen. Das wäre natürlich auch möglich. Was meine ich? Oh, wobei, jetzt ist es mehr geworden, ne? Weil wir es noch angebracht haben. Okay. Oh, nicht schlecht. Entschuldigung, meine Stimme, ey. Was nehmen wir in einem Badezimmer? Hm. Irgendwas Buntes wäre ich dafür, oder? Guck mal hier, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Bin ich voll dafür. Auch noch entsprechende Fliesen mit dazu und dann passt das. Ja, das sieht gut aus. Doch. Ja, und dann mit den weißen Geräten als Kontrast. Ja, das hat schon was. So. Passt rein. Kann sein, dass es dann doch irgendwas bringt. Also die Wände, die nicht, die neu gesetzt waren, dadurch hat sich was geändert, genau. Das sehe ich gerade. Sehr geil. Cool, ey. So, dann gucken wir noch mal kurz zum Abschluss nach Fliesen. Nee, die gehen gar nicht. Wall Tiles sind das okay. Ich will ja für den Boden nehmen und nicht für. Das ist ja komisch. Wie machen wir das mit, Ja, ist interessant, ne? Gibt's hier grün? Ne, dann nehmen wir weiß. Müssen wir ein anderes nehmen. Genau, irgendeine andere Spüle dann, aber trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, dass wir gar keine Böden haben, oder? Ja, voll seltsam. Irgendwas Schmaleres, ich glaube sowas hier, das würde glaube ich gehen, ne? Ja. Ne, nehmen wir. Nehmen wir Oak, genau, das sieht ganz gut aus. Was rein. Ja, aber ich habe jetzt das Problem mit dem Boden halt, ne?
dass wir nicht wissen, was wir am besten machen. Ja, aber es ist nicht verwende eigentlich, oder? Gute Frage, ne? Okay, ist ja krass. Hammerhart. Wird das besser dadurch? Nee, nicht wirklich. Sehr doof. Naja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin.